Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf dem nordfriesischen Marsch vierfach am Samstag. Ein wunderschönes Wochenende euch zusammen und ja, guten Morgen natürlich. Ne? Wir sind dabei, den Schlamassel vom Donnerstag noch ein bisschen aufzuarbeiten. Da habe ich ja großen Mist gebaut. Ich wollte 200 Tonnen bewegen. Ja, sagen wir, nennen wir das Kind beim Namen. Ich wollte wieder mal zu viel. Ne? Und da müssen wir jetzt eben Stück für Stück wegbringen, mit dem Radar überladen, aus dem Auflieger raus, in den Krampe rein, Krampe wegfahren, neuen Krampe her. Ah, das ist gut. Es bringt Geld, wir sehen es oben rechts, es bringt Geld ohne Ende. Aber ich wollte es anders machen. Ne? Ich wollte 250.000 Liter auf einmal wegbringen. Natürlich viel zu viel, müssen wir nicht drüber reden. Weiß ich jetzt auch mittlerweile. Wie heißen die Dinger? Kotflügel? Nein, die heißen nicht Kot, die heißen anders. Ich weiß nicht genau. Auf alle Fälle sah das sehr falsch aus am Freitag. Und deswegen, ja, nicht gut. Gut, hier müssen wir noch ein bisschen auffüllen. Hier fehlt Kalk. Ich weiß nicht, einmal, vielleicht zweimal noch. Ich weiß nicht genau. Sollte man aber heute oder morgen auch fertigstellen. Das heißt, da sind wir auf einem guten Weg, dass wir hier weiter ansehen können. Dicke Bert ist unterwegs auf der 2 und zählt Weizen an. Da werden wir noch ein bisschen brauchen. Ich würde heute vielleicht sogar gerne die Baustelle abschließen. Also die Brückenbaustelle. Weil wir müssen jetzt, glaube ich, noch eine oder vielleicht zwei Fuhren Sand hochbringen. Den Rest werde ich mir einfach kaufen, weißt du? Das kostet zwar 400.000 Euro. Es ist teuer. Aber dann haben wir die Baustelle schon mal fertig. Dann ist das Thema abgeschlossen, weißt du? Das ist halt schon nicht schlecht. Wenn wir mal so einen Punkt wieder von der Tagesordnung geschrieben haben. Und es wäre eigentlich schön, wenn wir so Wochenziele haben, weißt du? So, dann sagt, okay, diese Woche, zack, Baustelle abgeschlossen. Löbt, weißt du? Hat zwar jetzt keinen tieferen Sinn, warum wir das gemacht haben. Aber wir haben es gemacht. Und wir können jetzt die weiteren Rohstoffe vom Kies und Sand und so weiter, können wir dann in die Zementfabrik, investieren. Und dann können wir daran sehr viel Geld verdienen. Ne? Und das ist halt sehr, sehr gut. Und vielleicht können wir dann irgendwann, weil die Brücke natürlich auch den Sinn, dass wir auf die andere Seite hier rüberkommen, ne? Klar. Weil da können wir dann das Feld 66 kaufen. Und das kostet 5,38 Millionen, meine Damen und Herren. Das ist schon fett. Also das muss man sagen, da Zuckerrohr drauf, da sehe ich mich, weißt du? Oder vielleicht ein paar Pappeln? Mal schauen. Das ist wild. Das ist wirklich wild. Aber mal gucken. Ne? Ich bin ja nicht abgeneigt davon. Schauen wir mal, wie es wird. Aber wie gesagt, Step by Step, wir könnten vielleicht ja schon mal... Wo ist denn mein LKW? Oh, der ist gleich da. Sehr gut. Weil ich glaube, wie viel fehlt denn da noch? Da fehlt jetzt noch... Mal Lucky Lucky machen hier. Da fehlen jetzt noch, ja, wir können das kaufen, 37.500 Liter. 37.500 Liter. Wie viel geht denn? Nee, da rein. 33, gut, den Rest kaufen wir uns. Den Rest kaufen wir uns, schnuppegal. Passt für mich, ist okay für mich, weißt du. Dann kostet das ungefähr 405.000 Euro, aber dann ist es erledigt, weißt du. Dann haben wir die Geschichte wirklich vom Tisch. Was ich sehr, sehr cool finde. Oh, da kommt unser Johnny. Da kommt unser Johnny. Der muss gleich wieder überladen werden, aber das, ich sehe die Spur, wo ich hergekommen bin. Das ist gut. Hier fängt es wieder an, ne? Oh nein, habe ich den Kurs jetzt weggemacht? Das bin ich denn für ein Vollidiot. Kalken, hier ist er. Genau, hier weitermachen. So, was ist... Ah, der ist wichtig, den müssen wir jetzt gleich machen. Den müssen wir gleich bearbeiten. Oh, ich hoffe, dass wir so viel Sand haben, ne? Weil wir hatten ja letztes Mal aufgehört zu fahren. Oder beziehungsweise sind auf Kies gewechselt, weil wir keinen Sand mehr hatten. Aber ich hoffe, dass wir das heute hinbekommen. Ja, ich wollte mich auch nochmal erstens bedanken und zweitens entschuldigen. Eigentlich zugleich. Weil wir die ganze Woche jetzt in Dunkeln gespielt haben. Ich weiß, das ist nicht euer Ding, ist nicht mein Ding, aber wir haben das gemeinsam durchgestanden. Es ist jetzt 4 Uhr morgens in Game. Es wird langsam hell da hinten, wir sehen's. Also es kann nicht mehr lange dauern, wobei das ist der Mond, es kann nicht mehr lange dauern, bis wir da, mal wieder ein bisschen Tageslicht zu sehen bekommen, was mich auch sehr, sehr freudig stimmt. Kiesgrube Baustelle ist korrekt. Da kannst du schon mal wieder ab, ne, und hier wird jetzt weiter überladen. Da können wir nicht vorwärts auch reinstellen, ne? Das ist kein Problem. Ja, vielleicht, also das Ziel wäre, dass wir heute vielleicht, wenn das irgendwie geht, noch einen wegfahren, einen Krampe. Nicht des Geldes wegen, sondern einfach, dass wir
den Dicken hier bewegen können, weil der ist einfach zu schwer. Ne? Der ist einfach, da habe ich zu viel eingeladen, das ist meine Schuld, meine Gier war das wieder mal. Ne? Aber Fehler muss man sich auch eingestehen können und hoffentlich nicht mehr machen. Wobei, ich habe auch ehrlich nicht gewusst, dass das so schwer ist. Ne? Ich habe gedacht, mit Dünger haben wir unser... Oder Dünger oder Saatgut, ich weiß gar nicht mehr, was das noch schwerer war. Aber ich habe gedacht, dass wir damit unser Gewicht pro 1000 Liter Maximum erreicht haben, war nicht so. Ne? Also Sojabohnen sind nochmal schwerer pro 1000 Liter, das muss man einfach mal so sagen. Und das habe ich einfach unterschätzt, ne? Ist so. Aber wir haben eine große Schaufel, also geht ja gut voran. Daran soll es nicht scheitern. Wie viel haben wir denn? Also ich glaube, wenn ich zwei wegbringe, müsste ich den Anhänger wieder so... Auch wenn es so langsam ist, ich müsste ihn bewegen können, weißt du? Da es langsam ist, mir dann eigentlich egal, aber wir können ihn bewegen und das ist einfach schon mal viel wert, muss ich gestehen. Wir machen mal den Test. Das sind jetzt noch 150 Tonnen, ne? Noch nicht, ist noch zu früh. Ja, müssen wir noch ein bisschen... Wir können auch da mit dem Johnny nochmal versuchen. Oder vielleicht mit dem Radlader, ne? Wurde auch in die Kommentare geschrieben, Werner versucht doch mal mit dem Radlader, weil der ist stark. Ich weiß gar nicht, wie viel hat denn der PS der Radlader? Der hat... Wollt ihr mich verheppeln? Der hat 190 PS, der ist gar nicht stark. Also mit dem kann ich gar nichts ziehen hier. Brauchst du einen Radlader nicht auch ordentlich PS? Oder ist das mehr so eine Hydraulikgeschichte, was der nicht machen oder kann, können muss, weißt du? Das weiß ich, aber das 190 PS ist jetzt schon, also... Da hat mein Privatauto mehr PS, was? So. Das sind 8000 ist jetzt vielleicht nicht so viel, ne? Aber das könnte schon was bewirken. Ne, ist noch zu früh. Also wenn ich dann fertig bin, dann haben wir kein Profil mehr auf den Reifen, aber das ist auch nicht so schlimm, weil dann bewegen wir uns zumindest so ein bisschen noch. Aber was ich cool finde, wenn wir die Baustelle heute abschließen können, das würde ich schon feiern. Dann war das Thema auch wieder mal vom Tisch. Und wieder natürlich das Fahrzeug frei, ne? Weil der LKW ist ja dann potenziell frei für andere Aufgaben. Was mich auch sehr, sehr positiv stimmt. Jetzt komm schon, du willst dich doch auch bewegen. Nur vorne bis zum Gitter, weißt du? Nee, einfach die nur Möglichkeit. Da muss noch viel mehr raus, habe ich das Gefühl. Weil er bewegt sich ja nicht mal so einen Millimeter, weißt du? Ich wäre mit einem Millimeter, wäre ich ja schon voll zufrieden, aber er macht ja gar nichts. So, den werden wir gleich wieder auskippen müssen wahrscheinlich, aber ja, eine geht noch rein, glaube ich. Dann sind da wieder so 70.000 Euro, was natürlich sehr viel Geld ist, da müssen wir nicht drüber reden, aber... Ja, es war anders geplant, ich kann es noch wiederholen, es war anders geplant. Das ist einfach Wahnsinn, ey. So schwer. Ach, guck mal, wie klein das Zeug auch ist, ne? Also das... Sojabohnen... So denkst du gar nicht, dass Sojabohnen so schwer sind, ne? Aber alter Schwede. Hat schon Grund, warum die so viel Geld geben. So, der wird nicht mehr komplett rein... Ja, hab ich schon gedacht. Schon gedacht, dass der nicht mehr komplett reinpassen wird, aber ist auch nicht so schlimm. Wir können ja den mal wegfahren. Auch das sind wieder 55 Tonnen, die wir da bewegen, ne? Oh, da ist ein kleiner, warte. Oh Gott, kurz angeditscht. Hof ausgeht, Reiter geht. Das ist unser Ziel, meine Damen und Herren. Ich habe mir auch vorher gedacht, Werner, warum lässt er denn nicht den kleinen düngen? Das Problem ist halt, wir haben halt nur einen Streuer, ne? Und der ist momentan mit dem Kalkstreuen beschäftigt. Also auch das fällt flach momentan. Und ich hoffe echt, dass es jetzt bald mal heller wird, weil das ist ja nicht auszuhalten hier. Kurze Runde machen. Er lenkt wieder, das ist ein gutes Zeichen. Gut, dann machen wir hier mal mit dem LKW weiter. Weil das wäre jetzt cool, ne? Wenn das jetzt irgendwie funktionieren sollte, würde... Also, es ist immer eine Frage des Geldes, ne? Und Geld ist ja momentan kein so ein großes Problem. Aber dann haben wir das wieder mal geschafft und das freut mich. Vielleicht können wir auch eine Mission auf der Feld 66 dann machen. 65, 66? 66, ne? Das ist schon cool. Und ich bin gespannt, ob die Baustelle hier bleibt oder ob die Baustelle abgebaut wird. Das ist auch eine interessante Frage. Da müssen wir gleich mal schauen. Aber vielleicht dient das auch weiter als
Abladepunkt oder sowas, ne? Kann ich ja nicht sagen. Oder das Verkaufspunkt, ich weiß es auch nicht. Auf alle Fälle können wir den Kollegen jetzt schon mal nach Hause schicken. Kieswerk? Nee, ich... Ja gut, wir können ihn ja eigentlich vom Hafen aus, ne? Vom Hafen nach Hause schicken wäre auch eine Variante. Weil der Hafen ist hier direkt um die Ecke. Hafen Composer, das können wir tatsächlich gerne machen. Dann können wir eigentlich wieder umsatteln. Oder wir lassen den Aufsatz drauf. Gott, so viele Fragen, ne? Fragen über Fragen hier, du. So, Kollege, fährst du mal da hin, ne? Und dann, ich gehe, Papa macht... Aua! Papa macht das mal da hinten. Ich speichere jetzt nochmal, ne? Safety first, weil ich bin nicht sicher, wenn das irgendwie ein Problem gibt oder, ne? So, wir können mal gucken. Wir kaufen jetzt mal den Rest, der hier fehlt. So, das sind 9000, kein Problem. Das Wasser ist drin, jetzt kaufen wir mal den Zement, 200.000 Liter. Ja, das kostet Geld, ich weiß, aber das ist jetzt einfach so. Und dann, meine Damen und Herren, kaufen wir den Stahl. So, und jetzt müsste es eigentlich abgeschlossen sein. Also, es ist alles da, was gebraucht wird. Muss ich jetzt noch einen Knopf drücken, oder? Was ist jetzt hier? Hey, ich will die Brücke hoppen. Muss ich jetzt Start drücken? Und jetzt? Habe ich es kaputt gemacht? Es ist alles drin, was gewollt ist. Dauert es jetzt eine Stunde, bis das jetzt gemacht ist? Oder wie ist das jetzt? Nee, es ist passiert irgendwas. Es dauert halt einfach nur 100 Jahre lang wahrscheinlich. Okay, also es ist alles drin, ne? Wir gucken nochmal hier. Es ist alles drin. Das ist der Sand. Also, den habe ich vorher ein bisschen Kies abgeladen, ne? Ich wollte eigentlich mal gucken, ob ich das mit Kies auffüllen kann. Müsste eigentlich auch klappen, ne? Weil das ist hier so tief an den Stellen. Wahrscheinlich wäre es für uns alle billiger gewesen, wenn man es einfach mit Kies aufgeschüttet hätte und gut ist, ne? Aber, ja. Sehr gut. Ja, aber das passt auf alle Fälle. Das kostet aber jetzt Geld, ne? Ich sehe das, ne? Ist auch ein trauriges Ereignis für mich. Weil die 400.000 wäre natürlich auch ein neuer Traktor gewesen, ne? Müssen wir nicht drüber reden, aber ist halt einfach so. Gut, ist wie es ist. Jetzt ist es schon weg, die Kohle, ne? Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Im Supermarkt das Gleiche, wenn die Kohle weg ist, ist die Kohle weg. Und das passt dann auch. Aber wo fährst du denn nicht hin, Alter? Ach, da unten, du bist gleich da. Okay, ne? Das freut mich auch. So, du bist jetzt angekommen. Was kann man denn dich eigentlich machen lassen? Wollen wir dich vielleicht auch Sojabohnen wegbringen lassen? Könnte man so machen, ne? Weil kostet ja nichts. Also warte mal, jetzt ist der andere Kollege angekommen. Dann lass mal das nochmal. Lass mal das nochmal hier abladen. Und dann lassen wir den gleich zurückfahren, dann sind wir hier wieder schneller weg. Man muss es immer positiv sehen. Oh, 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 oh. Hui. Komm schon. Du willst es doch auch. Ja, sehr gut. Zack. Abladen. Und da kommt die Kohle wieder rein. Und dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm, wie wir, dass wir jetzt so viel bezahlt haben. Dann ist die Geschichte erstmal für uns abgeschlossen. Ich könnte mal gerne in die Kommentare schreiben, wie lange dauert das jetzt, bis es soweit ist. Dauert es jetzt irgendwie 12 Ingame-Stunden oder weil es tut sich ja gar nichts. Also jetzt nicht mal so, weißt du, nicht mal... Oh, 1%. 1% ist schon gemacht. Weiß ich nicht, wie lange das jetzt war, aber 1% ist gemacht. Wir können ja mal gucken, ob jetzt so 1% Brücke gebaut ist oder ob das dann einfach unter einem Stück da ist. Das wäre interessant. Oh, ich glaube, der Preis hat sich verschlechtert. Das glaube ich wirklich, weil... der war vorher besser. Jetzt Getreidehandel. Sag mal nicht, ich bin falsch. Wo ist der Getreidehandel? Getreide AG war mal die ganze Zeit. War ich jetzt prinzipiell immer falsch? Oh, der Getreidehandel ist hier oben. Ich bin auch ein Dulli, ne? Oh, nee, du. Gut, ist wie es ist. Kann man jetzt nicht mehr ändern. Ich wollte mal gucken, ob schon 1% Brücke da ist. Muss mir den schnellen Laufmod mit reinnehmen. Wird so nichts. Ich glaube, dass wir auch nächste Woche wieder, dass wir nächste Woche auch wieder dann Tageslicht haben, endlich mal, ne? Das wäre echt Zeit mittlerweile. Ist ja so dunkel hier auf der Karte. Oh, oh.
Gucke mal. Sie haben schon angefangen zu arbeiten. Ein Schallträger ist im Boden. Cool. Freut mich. Das ist geil. Gut, dann lassen wir es an der Stelle gut sein, liebe Leute. Ich danke herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.